Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Real Talk Video. Ich hatte das Thema schon ein paar Mal auf Instagram angeschnitten und es kamen ganz viele Fragen dazu. Die will ich auch so ein bisschen in einem Real Talk Video mit beantworten. Aber mein eigentliches Anliegen ist es tatsächlich, mit diesem Real Talk Video jemanden da draußen zu finden, der mir diesmal weiterhelfen kann. Es geht heute um das Thema Universum. Und dass ich in den letzten Monaten sehr, sehr viele, sehr eindeutige Zeichen vom Universum bekommen habe. Aber erstmal so ein bisschen zur Vorgeschichte. Wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Meditation, mit Chakren beschäftigt, kommt man irgendwann dazu, dass es eine höhere Macht gibt, dass es ein Universum gibt, was ganz, ganz viel Kraft und Magie mit sich bringt. An was ich persönlich nicht glaube oder was ich einfach nicht nutze, ich möchte nicht sagen, ich glaube nicht daran, ich nutze es nicht, sind Parkplatzbestellungen beim Universum. Oder ich schreibe einfach eine Bestellung auf und schicke das ans Universum. Das praktiziere ich so einfach nicht, weil ich mich damit einfach nicht identifizieren kann. Bei mir hat das Universum insoweit Platz in meinem Leben, dass ich sage, ich weiß, dass das, was ich aussende, zu mir zurückkommt. Dass das, was ich ins Universum aussende, auch zu mir zurückschallt. Gesetz der Anziehung. Wenn ich Mangel ausstrahle, ziehe ich auch nur Mangel an. Mangel heißt Gedanken wie, ich habe nicht genug Zeit, ich schaffe das nicht, ich habe nicht genug Geld für, die Kinder sind ständig krank, ich bin ständig krank, was auch immer, Unzufriedenheit im Großen und Ganzen. Das sind Mangeldenken. Und wenn ich das permanent habe, ziehe ich auch nur Mangel an. Aber auf der anderen Seite, Fülle zieht Fülle an. Das heißt, wenn ich in Fülle denke, wenn ich in Fülle lebe, dann ziehe ich auch noch mehr Fülle in mein Leben. Das ist das, woran ich glaube und wonach ich auch lebe. Und natürlich habe ich mich damit beschäftigt, ne, diese Bestellungen beim Universum. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass wenn ich etwas auf ein Zettelchen schreibe, dass es dann in Erfüllung geht. Wovon ich aber überzeugt bin, ist das Thema Visualisierung oder halt auch Gesetz der Anziehung, aber auch Visualisierung. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe und mir das ganz genau ausmale, immer und immer und immer wieder, wenn ich auch ein Vision Board habe, dann geschehen diese Dinge auch. Und das hat wiederum aber was mit dem Gesetz der Anziehung zu tun, ne? Weil wenn ich mir diese Sachen ansehe, wenn ich mir die vorstelle, dann habe ich einfach ein positives Gefühl. Ich bin einfach sofort im Gefühl der Fülle. Und dann ziehe ich das einfach an. Und da kommt diese Kraft des Universums mit ins Spiel. Was ich jetzt aber erlebt habe, entzieht sich allem, womit ich irgendwie Erfahrung gemacht habe und mich auskenne. Und ich kann es nicht wirklich interpretieren. Also ich glaube auch daran, dass das Universum einem Zeichen schickt. Ne, manchmal fragt man ja auch irgendwie so, ja, was soll ich jetzt machen? Wie soll es jetzt für mich weitergehen? Und manchmal, oder bei mir, kommt häufig die Antwort einfach aus dem Herzen. Aber manchmal passiert es auch, dass man auf Zeichen warten muss, die sich im Außen zeigen. Und ich war früher unglaublich schlecht darin, und ich glaube, ich bin es auch heute noch, diese Zeichen zu erkennen und zu lesen. Zu erkennen ist schon erstmal das Schwierigste für mich, weil das kann sein in Form von Buchstaben, Songtiteln, Bücher, die dir in die Hand fallen, ne? Und da bin ich einfach noch zu wenig, das sehe ich einfach nicht. So. Deswegen glaube ich, dass ich im Laufe der Zeit schon sehr, sehr viele Hinweise bekommen habe und die einfach nicht gesehen habe. Das Universum wurde dann so deutlich, dass es einfach nicht mehr zu übersehen war. Ich versuche es, ohne sehr ins Detail zu gehen, aber irgendwie ein bisschen zu erklären. Und zwar habe ich, und das zieht sich jetzt schon über sehr viele Monate, eine Person immer wieder getroffen. Und zwar nicht nur, dass ich die Person auf der Straße direkt getroffen habe, sondern dass ich das Auto gesehen habe, dass ich Menschen getroffen habe, mit denen man dann darüber gesprochen hat, wie auch immer sich das so ergeben hat. Diese Person war plötzlich sehr, sehr, sehr präsent. Und erst war das so alle paar Wochen, bis es sich dann so weit steigerte, dass ich denjenigen wöchentlich bis zu täglich gesehen habe. Was hier einfach nicht so gängig ist. Also wenn wir in einem Dorf leben würden mit 100 Einwohnern, dann wäre das etwas Normales, dass man sich dann auch sehr, sehr häufig über den Weg läuft. Bei uns ist aber der Fall, dass sich das über mehrere Städte gezogen hat. Also dass ich ihn nicht nur hier bei mir
Jetzt habe ich ihn gesagt. Na gut, dass ich diese Person nicht nur hier bei mir zu Hause getroffen habe, sondern auch an anderen Orten, wo ich war. Und das hat mir dann zu denken gegeben. Also das war auch der Knackpunkt, wo ich diese Person getroffen habe, wo es einfach unmöglich ist. Also ich bin an diesem Ort einmal die Woche zu einer ganz bestimmten Zeit. Also ich bin da auch wirklich nicht oft. Und genau da, also ich bin dann auch, wenn ich an diesem Ort bin, die meiste Zeit in einem Gebäude. Und in den wenigen Sekunden, die ich mich außerhalb dieses Gebäudes befinde, bevor ich in mein Auto steige, habe ich diese Person getroffen. So, und das war der Tag, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das sind mir jetzt zu viele, zu krasse Zufälle. Also es kann Zufall sein, dass man eine Person einfach öfter sieht. Okay, aber da bin ich dann an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, Universum, ich habe es verstanden. Ich habe vorher nicht an diese Dinge geglaubt und nicht auf diese Dinge reagiert, aber jetzt habe ich es verstanden. So, ich habe dann also danach vermehrt darauf geachtet, ne? Und dann kommt man auch dahin, dass man diese Hinweise auch in Form von Liedern, in Form von Zahlen, in Form von Buchstaben und Worten bekommt. Mein Problem ist aber, und jetzt, ja, was ist jetzt? Was soll ich jetzt mit diesen Zeichen anfangen? Mein erstes Problem war, das hatte ich damals auch auf Instagram gesagt, ich habe verstanden, mit dieser Person ist irgendwas. Ja, und jetzt? Also zu diesem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, wie ich Kontakt zu dieser Person aufnehmen sollte. Dieses Problem habe ich jetzt gelöst, und jetzt weiß ich aber nicht, warum. Also warum soll ich Kontakt zu dieser Person haben? Oder geht es überhaupt um diese Person? Oder geht es um eine Person, die diese Person kennt? Oder um etwas, was diese Person vermittelt? Oder irgendetwas, vielleicht steht die Person auch sinnbildlich für etwas. So. Das heißt, diese Zeichen vom Universum und diese Arbeit mit dem Universum ist für mich einfach tierisch unpraktisch. Und ich bin ja ein sehr rationaler Mensch, ne? Und das ist für mich ganz, ganz schwer, damit jetzt auch umzugehen. Also ich weiß, da ist irgendwas. Ich weiß, ich muss mich mit irgendwas, ich soll mich mit irgendwas auseinandersetzen. Und ich nehme das tatsächlich auch sehr ernst. Also wenn das dann wirklich so vermehrt und so krass aufkommt, dann ist jetzt so, okay, ich danke dir für diese Zeichen. Ich versuche das auch ernst zu nehmen. Also ich beschäftige mich wirklich damit, aber ich habe keine Ahnung, wie. Also ich habe mich vorher noch nie so krass damit auseinandergesetzt, wie das Universum wirkt und was man dann mit diesen Zeichen überhaupt anfangen soll. Heißt, ich habe diese Zeichen jetzt gesammelt. Ich habe verstanden, dass es auf eine bestimmte Person halt zeigt und dass es um diese Person geht. Aber wie ich jetzt weiter damit verfahren soll, ich habe keine Ahnung. Natürlich könnte ich mir jetzt irgendwelche Bücher holen und versuchen damit klar und da irgendwas draus zu lesen oder so. Aber ich habe das Problem und auch die Angst davor, dass ich jetzt Bücher an die Hand bekomme, die mir zu alternativ, zu spirituell sind. Also ne, gerade wie diese Parkplatzbestellung, das ist einfach nicht mein Ding. Und ich glaube, das ist so das Erste, was man mit dem Universum verbindet, diese Bestellung beim Universum. Und ich weiß, ich bin damals mit 18, 19 schon bei diesen Sachen hängen geblieben und konnte mich dann einfach nicht mehr damit identifizieren und bin komplett von der Persönlichkeitsentwicklung damals abgewichen. Und heute, ich glaube, ich stehe an so einem Scheidepunkt jetzt gerade. Ich weiß, ich muss mich damit beschäftigen. Ich weiß, dass das gerade auch sehr wichtig ist. Ich weiß auch, dass ich gerade in meinem Leben an einem Scheideweg stehe, ganz allgemein. Und dass sich in nächster Zeit viel verändern wird. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, bereitet mir aktuell auch Probleme, weil diese Veränderungen können auf ganz unterschiedliche Art und Weise aussehen und ich weiß gerade noch nicht, welche es davon wird, ob es alle werden und ich bin ja so ein Mensch, ich plane gerne, ich weiß gerne, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert und das geht gerade nicht und das ist für mich auch gerade ein bisschen schwierig. Und ich glaube, dass auch diese Zeichen vom Universum da eine Rolle mitspielen. Ich kann es aber halt nicht interpretieren. Ich weiß nicht, in welche Richtung es einfach gehen soll. Und ich habe jetzt, wie gesagt, Angst, wenn ich anfange, mich damit zu beschäftigen und in eine falsche Schiene rutsche, dass ich es für mich dann wieder abtue,
weil ich mich nicht damit identifizieren kann, weil es für mich zu sehr Hokuspokus am Ende wird. Und das Einzige, was ich jetzt aktuell tue, ist abwarten. Also ich muss mich ja sehr darin üben, im Thema Vertrauen haben, fließen lassen, ne? Mehr im Yin sein. Das heißt, Vertrauen darin haben, dass sich alles zum Guten wenden wird, dass wenn ich in Fülle lebe, ich auch noch mehr Fülle anziehe. Dieses Vertrauen haben, dass sich auch alles setzen wird, dass ich jetzt noch nicht wissen muss ich rechts oder links abbiegen, oder biege ich rechts ab und biege dann nochmal links ab, um doch wieder auf den Weg zu kommen. Dass sich das alles fügen wird, das ist sowieso etwas, woran ich schon sehr lange arbeite und auch immer noch arbeiten muss, weil mir das schwerfällt. Und ich glaube, dieses Thema mit dem Universum und diesen Zeichen fällt genau wieder dahin hinein, dieses Vertrauen haben. Und ich hoffe jetzt einfach mit diesem Video, dass es irgendjemand sieht und sich denkt, boah, ich habe voll die Ahnung, ich habe das schon mal erlebt und ich kann dir jetzt was raten oder ich kann dir ein Buch empfehlen oder ich kann dir empfehlen, einfach nichts zu tun. Aber ich glaube nicht, dass ich nichts tun muss. Ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, deswegen wurde das Universum auch so deutlich, wo ich etwas tun muss. Ich weiß nur nicht, wie das aussehen soll. Vielleicht ist das aber auch gerade wieder der Knackpunkt, dass ich eigentlich gar nichts tun soll, sondern abwarten soll. Und dass das Zeichen ist, dieses, lass mich mal machen. Ich mach das schon. Ich kümmere mich darum. Du musst gerade gar nichts tun. Also auch mal dieses Nichtstun und es auf sich zukommen lassen, ist etwas, was mir schwerfällt. Und darüber wollte ich gerade einfach mal so ein bisschen sprechen, wollte mir das einfach mal so... Ne? Also YouTube ist für mich auch eine Art von Therapie, weil ich mir das einfach alles mal von der Seele reden kann. Das tut gut, wenn man das nicht nur immer wieder in seinem Kopf so abspielt, sondern wenn man es tatsächlich einfach mal laut ausspricht, was da eigentlich gerade alles so los ist. Aber ich erhoffe mir tatsächlich, dass irgendjemand von euch vielleicht schon mal was Ähnliches erlebt hat oder... geübter darin ist, Vertrauen zu haben oder einfach auch mehr Erfahrung in dem Thema Universum hat und mir da jetzt so ein bisschen weiterhelfen kann. Also da hoffe ich tatsächlich sehr drauf. Bin dementsprechend jetzt sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare, was ihr mir ratet, was ihr mir empfiehlt. Und teilt das Video auch gerne. Schickt es irgendjemand, wenn ihr denkt, der könnte das wissen, dann schickt das dieser Person bitte, bitte, bitte. Weil ich bin gerade über jede Hilfe und jeden Gedankenanstoß und jeden Input dankbar. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr der Meinung seid, ich sollte einfach abwarten und Vertrauen haben. Ich glaube leider, dass das der Punkt ist. Und dann wäre das echte Folter für mich. Aber auch etwas, und das weiß ich auch, woran ich einfach arbeiten muss. Gut, ich glaube, ich habe schon wieder sehr, sehr lange gesprochen. Ich hoffe, dieses Video hat euch wieder gefallen. Ich freue mich jetzt sehr auf den Austausch mit euch in den Kommentaren. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!